Ein Auge. So, damit können wir das Haus der... Oh, guck mal, da oben steht jemand drauf. Damit können wir in das Haus der Ängste gehen. Plopp. Plopp. Woo! 25, das ist richtig. Da hängt was raus. Danke. Für das Auge. Scheint noch vielleicht irgendwie nicht, ne? Soll mich diese billigen Tricks vereinfachen? Ja. Oh. Don't try to stop me, Detective. You don't understand. It's necessary. Ich glaube, der war auch nicht so schön, deswegen ist das Spiegel schon wieder kaputt. Setze die passenden Teile da ein. Das hier? Was? So, you would like to pass through the mirror, yes? Nein. Don't you know that the mirror world is a very dangerous place? Once you enter, you might never come back. But if you want to go, I can't see why not. Just give me the token. Sich jetzt ein Beweis, dass es Mord ist. Nein! Könnte eigentlich sein, ne? I can't see the token. Put it in my hand. Will ich dem sein Token geben? Eigentlich nicht. Dieser Teil des Hauses der Ängste scheint für die Öffentlichkeit derzeit verschlossen zu sein. Müssen wir da gleich wieder rein. Tür zu lassen, aber die Schädelgriffe sind irgendwie schick. Shirley Kettenblitz. Los, Pikachu. Okay. Ich. Inventar, ich hab ein Auge. Auge will ich sie nicht haben, oder? Oh. Oh, so you're the detective. Nein. Interesting. But it won't help you much in the mirror world. Earthly rules don't matter there. Here, take this map. It will be a lot more useful. Kann ich einfach wieder gehen? Und doch eine Vernichtung. Ja, für den braucht man, glaube ich, mich. Ja, ich geh einfach raus. Tschüss. Gehen wir nach Hause. Was? Diese Karte zeigt eine seltsame Version des Jahrmarktes. Ob ich Susan dort finden werde? Ich habe gerade die falsche Taste gedrückt, habe eben gerade die Aufnahme beendet. Schade. Aufnahme läuft wieder. Kurz gucken, ob die wirklich läuft. Moment. Ja, läuft. So. Und durch den Spiegel. Also wenn ich auf dem Jahrmarkt wäre und eins hätte im Spiegel geschaut, hätte ich mit einer Faust bis nach Narnia gekloppt.
Das ist jetzt voll der Potblitz, genau. Sicherlich, was ich meine. Wenn man das Klett raus. Hey, willkommen in Narnia. Okay, wir gehen mal da durch. Rein zum ersten Mal in die Spiegelwelt, der Entdecker. Was? Zwei Welten? Bäume zucken überall. Karneval, das sieht total einladend aus. Ausschnitt Alice. Der Ausschnitt von Alice. Ah, ja. Seht ihr das gleich wie ich? Wieso? Was siehst du denn? Hä? Der Boden ist in kleine Insel zersprungen, die im leeren Raum schweben. Der Jahrmarkt ist auf der größten von ihnen. Schuldig sammelt Frauen auf. ja. Das sieht fast so gemütlich aus wie das andere eben. Guck mal, das ist ein Wildspiel, ist an derselben Stelle. So, kurz mal Kamera aus. So, Wimmelbildspiel, das nächste geht los. Dann schauen wir doch mal, wo finden wir denn jetzt was? Wir brauchen einen Kugelschreiber. Hä, wir brauchen genau dieselben Sachen wie vorhin auch. Kugelsache, Pyramide, Teebeutel. Das Ding, komm, ja, klick. Kein Handschuh? Ist ja gut! Entspann dich! Meine Güte! Boah! Tennisball brauchen wir. Brauchen wir ein paar andere Sachen. Brauchen wir eine Hantel? Ja. Ein Elefant? Das ist jetzt ein bisschen der Rest davon. Das Jahrmarkt in der Zwischenwelt. Ist echt wahr, ey. Figur. Hier ist eine Figur. Hier ist auch eine Figur. Das Poster ist unvollständig. Hier ist auch eine Figur. Ah, gut, nehmen wir die. Ein Schnurrbart, den hat man hier oben. Hier ist das Auge. Löwe, Krawatte. Mord ist ein Jahrmarkt. Gott, Leute, ey. Ist das hier? Oh. Ha. Hier noch ein Teil. Poster haben wir auch. So, Krawatte und Löwe. Ist das hier? Keine Ahnung. Soll der Rest eine Giraffe sein? Das soll ein Löwe sein? Okay. Und eine Krawatte haben wir. Das hier? Nee. Ist von der Lampe. Krawatte haben wir. Wollen wir die Krawatte? Ist der Dominostein von eben. Krawatte auf dem Bild, glaube ich. Okay, das sollte eine Krawatte darstellen, das wusste ich jetzt nicht. Du hast einen nützlichen Gegenstand gefunden. Ausschnitt Jim. Ausschnitt Jim? Löwe. Ja, das ist ein Skelett von Löwe. Okay. Ah, hier ist einer von diesen, von den Schwertern. Ich will die Spinne dazu gar nicht erst sehen. Sie muss riesig sein. So, den Ding ja. Sind mit Shirley auch noch Männer. Sie scheint beschäftigt zu sein. Womit? Ich war gerade hier mit dem Fenster, habe ich noch gesehen. Ah. Warte mal eben. Nehmen kurz Nase putzen. Moment. So. Da ist hier wieder jemand im Fenster. Und weg ist er. Alter. Sieht gut aus, die Frau. Hat sich gut gehalten, würde ich sagen. Wenn du fliehst, vergiss deinen einzigen Freund hier nicht. Den, der von Schwertern durchbohrt ist.
In der Spiegelwelt findest du die Mittel zu seiner Rettung. Okay. Wir gehen wieder ins Rechteck. Alter. Friedhof der Kuscheltiere hier. Was hab ich denn jetzt? Darth Vader oder was? Aufschnittsschatten. Die Frau braucht keinen Urlaub mehr. Nee, die hat ausgesorgt. Was? Maske, 1 von 5. 2, 3, 4, 5, da oben sind sie alle. Gehen wir denn in den Schießbodenstand? Was? Karte, das war eine Karte von Adam und Eva. Das Luftgewehr ist defekt. Ich könnte ein anderes Gewehr an dieses Kabel anschließen. Hier, Griff. Nicht? Rattengriff? Achso, ja, so heißen. Alter, diese Tiere, die hier rumhängen. Oh ja. Jetzt haben wir noch Schatten, was sammelst du denn noch? Guck mal, was wir noch so finden. Was? Ein Miniaturtheater. Ich muss ein paar Scherenschnitte hinzufügen. Was? Wähle die korrekten Scherenschnitte für die Szene unten, finde eine passende Bühne für beide Szenen. Schöne wie zum Messi. Ich kann zwischen unterschiedlichen Scherenschnitten wechseln, indem ich die Knöpfe drücke. Was? Das sieht doch schön aus. So? Ich lasse das mal grün und das. 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 Klar, ein Hai. Das sieht schon mal gut aus. Dann muss das hier noch im Zirkus-Style sein. Ah. Okay. Ohne Gewehr kann ich nicht spielen. Dann rumballern, juhu! Was haben wir hier? Eine Schere. Gehen wir ins Spiegelkabinett. Ich gehe nicht in diese Kreatur nicht einmal mit einer Schere. Kaputt! Okay. Da ist wieder einer. Aber die was mit der Schere kaputt. 10 Euro für den Grafiker. Shirley beschneidet Leute. Klar. Siehst du so in dem Kalender die schwarze Hand, ja? Da, genau. Irgendwo da, genau. Klar, sehe ich die immer. Okay. Wir gehen in die Gasse. Oh, hier ist eine schöne Haut in Lukas. €10 für den Grafiker. Jo, schön. Jo, Error BG, was geht? Was denn? Da kommen Hände raus. Der Türklopfer fehlt. Okay. Ich kann den Gehängten erst versuchen, wenn ich ihn losgeschnitten habe. Wollen wir in die Schere von eben? Einfach hier, schnipp, schnapp. Oh.
Gut, gehen wir zum Karussell. Oh. It's her! She's following us! Leave us alone! Next time, he will kill you! Schatten gerade. Machen sie alleine und er. Okay. Sieht aus wie Hengst aus der Hölle. Doch mal eine Maske. Wenn man nur dieser Affe helfen könnte. Okay, jetzt brauchst du Affen wieder. Nimm ein Bild. So. So leichten Gender. So, ihr guckt nach. Ihr sagt mir, was ich jetzt alles klicken soll. Oder ihr beiden auch. Ich mach mal gar nichts. Handschuhe mit Klauen, menschlicher Schädel, Schulterklappe, Sanduhr, Messer, Klaue, Armband, eine Tarotkarte, Speer, Auge. Handschuh rechts. Sehr schön. Richtig. Das müsste wahrscheinlich die Tarotkarte sein. Jo. So. Sanduhr. Die hier. Brauchen wir. Was? Ich finde, da steht ihm. Sieht gut aus. Hä? Ich habe keine Ahnung, wofür ich jetzt ein Geigenstück oder nach einer Büste wahrscheinlich. Armband, Klaue, Messer. Shirley hat Trump gefunden. Und mit dem Bedienung kommt das echt hin. So, Schulterklappe. Schon ist der Arzt fertig, ich will auch meine Gesichter bekommen. Ist vielleicht das da auf der Schulter bei ihm? Das Ding? Ja, hast recht. Super. What's the name of the game? Warte. Dark Arcana, der Jahrmarkt. Oh, Dark Arcana, keine Ahnung. Ja, brauchst du echt. Klick doch den Schädel an. Was? Das habe ich gerade aufgenommen. Ach. Menschlicher Schädel und den Geigenstrick. Das war kein Messer, das war eine Sichel. Das war eine Sichel. So. Auge ist an dem linken Arm. Ah, sehr schön. Ein bisschen schwer. Das hier jetzt. Armband, müsste das hier sein? Denn nicht. Armband, Klaue und eine Büste. Scheint das hier. Hat er schon gewonnen, ne? Mhm. Armband und Klaue. Steht da. Brüste? Nein. Eine Büste. Armband und eine Klaue. Hier ist eine Klaue. Das wäre eine Klaue gewesen. Das ist ein, keine Ahnung was. Das ist ein Handschuh. Armband und Klaue. Armband und Arm. Macht sogar Sinn. Eine Klaue. Er hat da an dem Finger was, was er an den anderen Finger nicht hat. Boah, hast du gut gesehen. Das Kind sieht wieder Sachen durch. Sehr schön. Ja, richtig. Toll. Du hast einen nützlichen Gegenstand gefunden, eine Karte.